Liebe FSV-Fans, ich bin jetzt Butzen. Ich bin Adam Susac. Und wir sind die neuen Spieler beim FSV Zwickau. Erstmal vielen Dank. Ich habe mich für den FSV entschieden, weil ich mich ganz ehrlich in der Region sehr wohl gefühlt habe, wo ich in Aue gespielt habe. Und deswegen, wo der Anruf kam, ich habe ein bisschen überlegt wegen dem Umzug und alles, weil ich 4 Jahre in Osnabrück gewohnt habe und mich auch wohl gefühlt habe. Aber danach war ich sehr überzeugt, muss ich sagen, von dem Trainer und von dem Co-Trainer, weil ich kenne die noch damals von VfL Osnabrück und von Aue. Und deswegen war auch die Entscheidung für mich viel einfacher. Und jetzt freue ich mich natürlich sehr auf die neue Aufgabe und dass ich hier bin. Das war so, dass der FSV sich schon relativ früh um mich bemüht hat. Und ich dann auch einfach aufgrund dessen, dass eben das Bemühen so groß war und ich das Gefühl hatte, dass ich ein absoluter Wunschspieler bin, auch ein gutes Gefühl hatte, das dann zu machen. Und das hat auch am Ende den Ausschlag gegeben. Das erste Mal habe ich gegen FSV Zwickau in Sachsenpokal, glaube ich, 2016 in Aue gespielt. Und danach habe ich noch zweimal hier in Zwickau gespielt im Stadion. Und die Atmosphäre und das Stadion hat mir sehr gut gefallen. Und ich war auch vorher, wo ich in Aue gewohnt habe, ein paar Mal in der Stadt. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und deswegen ist das Ganze nicht so komplett neu für mich. Und ja, so kenne ich auch die Stadt und den Verein. Ja, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das erste Aufeinandertreffen war. Ich glaube 2013 oder so oder sogar noch früher. Das war in der Regionalliga noch. Und ich glaube, dann hat man sich fast jährlich gesehen mit einer Ausnahme. Und habe grundsätzlich nicht so gute Erinnerungen an Zwickau. Ich glaube, viele Spiele konnte ich nicht gewinnen. Deshalb war es vielleicht gar nicht so verkehrt, dann hierher zu kommen. Ja, aber wie gesagt, wenn man so oft gegeneinander spielt, dann kriegt man natürlich viel mit. Man kriegt das mit, was im Stadion los ist, wenn Rivalität da ist. Und von daher gibt es sicherlich Vereine, die ich schlechter kenne. Ja, als Innenverteidiger natürlich, da spiele ich mein ganzes Leben. Und da habe ich auch in Deutschland öfter die ganze Zeit gespielt. Und ja, da fühle ich mich am wohlsten. Nils Butzen ist neben dem Spielfeld ein ruhiger Typ auf jeden Fall. Ich brauche nicht immer Action, aber hin und wieder darf es dann auch mal ein bisschen wilder zugehen. Aber alles dosiert, bodenständig, würde ich sagen. Und ja, ich glaube, mit mir kann man eigentlich ganz gut auskommen. Und es gibt selten Probleme mit mir. Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also, dass ich grundsätzlich eigentlich viel auf der rechten Außenverteidigerposition gespielt habe, zeigt ja eigentlich auch, dass ich da irgendwas auch gut kann. Habe aber auch schon im Zentrum auf 6 gespielt, Innenverteidiger links. Es gibt viele Möglichkeiten, aber so am wohlsten fühle ich mich dann schon auf rechts und im Zentrum, würde ich sagen. Mein persönliches Ziel sind, also ich guck immer gerne nach oben. Wo das jetzt ist, das weiß ich nicht für die nächste Saison und für die nächsten 2 Jahre, aber ich strebe immer muss sagen, ganz oben zu sein. Und deswegen würde ich auch alles dafür geben, dass wir uns so hoch in der auf der Tabelle positionieren, wie es möglich ist. Und da sind auch natürlich, dass ich viel spiele und dass ich so viele Spiele wie möglich mache. Und auch, dass ich gut spiele, dass ich fit bin, gesund bin und dass sich natürlich auch meine Familie hier sehr wohl fühlt. Ja, so grundsätzlich immer das Maximale rauszuholen. Und das ist immer nicht möglich, aber man muss immer mal schauen, was dann so eine Saison hergibt. Aber für mich persönlich erstmal wieder Spielzeit zu bekommen, wieder zur alten Stärke zu finden und dann eben mit der Mannschaft, mit dem Verein, ja, den maximalen sportlichen Erfolg zu erreichen. Und was das am Ende ist, das wird man sehen. Aber ich werde mir jetzt ein Bild von der Mannschaft machen und dann kann man auch vielleicht besser einschätzen, wo das hingehen kann. Liebe FSV-Fans, ich habe also die Atmosphäre, wo ich hier gespielt habe, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Saison wiedersehen im Stadion, dass ihr wieder in Stadion dürft. Und ich kann nur sagen, dass ich alles geben würde und ich hoffe, wir werden viel, viel Spaß zusammen haben. Ich freue mich, dass ich jetzt hier sein kann und
hoffe, dass wir eine erfolgreiche Zeit vor uns haben. Eine Zeit, die einfacher wird als die letzten Jahre. Und natürlich dann wieder mit Zuschauern im Stadion, vielleicht mit ausverkauftem Haus. Und das wünsche ich uns allen und freue mich auf eine gute Zeit.